So, heute geht's wieder weiter in angeschaut und ausprobiert. Und ja, ich werde jetzt gleich wieder das nächste Spiel starten und also beziehungsweise die Auswahl starten und bin mal gespannt, was es dann heute sein wird. Rambo Shambo will ich auf jeden Fall auch demnächst mal ausprobieren. Mal gucken, wann es in der Liste gewinnt. Und ich hoffe, dass, ja, das sieht zumindest nach einem etwas kleineren Spiel aus. Das heißt, es wird wahrscheinlich keine Stunden dauern, bis ich das installiert habe. Also, der Old Tree heute. Okay, das Spiel hat nur 20 MB Speicherplatz und wird gerade in den Sekunden bereits installiert. Ja, also wird es heute gleich schnell starten. Ja, ist es jetzt schon fertig? Fertig, fertig. Ja, es läuft schon. Hey, schnell umschalten. Also, The All Tree, ein Adobe Flash Player 11 Spiel. Okay. Dann mal schauen, was da los ist. Okay, hier unten kann ich schon mal den Sound abschalten, wenn er denn notwendig wird. Ein rotes, kleines, blinkendes Licht. Okay, Sound, Vollbild. Ah, und schon stürzt es ab. Nein, so etwas. Also ihr solltet den Vollbildmodus lieber nicht verlassen, sonst ist das Spiel ganz schnell zu Ende. Also, okay, Vollbildmodus bleibt drin. The Old Tree. Und ein roter Punkt. Sind das kleine Eier? Okay. Es lebt, es bewegt sich. Ein laufender Apfel. Da ist noch ein roter Punkt. Ah, das heißt, mit den roten Punkten kann ich Lampen einschalten, damit ich sehe, wo da irgendwas hinläuft. Aber ich kann noch nichts beeinflussen. Okay, wenn ich den Sound ausmache, gibt es dann auch keine Lichtgeräusche. Eine Biene. Okay, da heißt es, den Sound wieder anzulassen, weil sonst ist irgendwie atmosphärisch das nicht so toll. Aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen und ich habe ein gutes Verhältnis zwischen Desktop-Lautstärke und Klatsch. Ha, es kann den Tropfen fangen. Wieder daneben. Okay, los, komm wieder her. Wahrscheinlich soll das Ding auf mich drauf fallen, damit ich wachse. Nee. Okay, funktioniert nicht. Okay, sonst kann ich nichts machen bisher. Hab noch nichts weiter Klickbares gefunden. So, also da hat es nichts gebracht. Da hat es nichts gebracht. Da. Ah. Okay. Also so ein kleines Knobel-Rätselspiel. Das findet alles in einem Baum statt. Oh, jetzt ist es dunkel. Schaltet der das wieder an? Ja. Ha, dunkel. Klingklang, klingklang. Erinnert mich irgendwie an dieses andere Klickspiel. Wie hieß das? Mikronarium, irgendwas in der Richtung. Oder Märchenarium. Vier. Drei. Ah, jetzt habe ich den Fahrstuhl gerufen. Funktioniert der Fahrstuhl nur, wenn ich da. Okay, Fahrstuhl ist da. Okay, soweit so knobelig. So, vier rote Punkte.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Soll ich jetzt hier ein bestimmtes Muster ausbilden? Ja, das sind die neuen. Okay, jetzt mache ich mal ein bisschen die Musik da im Hintergrund aus. Ja, es ist echt schade, dass die Musik und Geräusche nicht einfach voneinander trennen. Oder soll ich das Ding in der. Aber in der Form direkt kann ich es ja nicht anstoßen. Da, 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 da. Klick, klick, klick. Okay. Strom gibt es auch nichts. Oder fährt er irgendwo hin? Okay, jetzt hat er irgendwas angestellt. Dabei hatte ich doch. Naja, vorher hatte ich das L so rum und andersrum. Na schön. Und jetzt bin ich angekommen. Aber ich kann nichts machen. Jetzt funktioniert nicht mehr das Geklickere hier. Es wäre auf jeden Fall nett, wenn ich irgendwie ein bisschen mehr Bewegung sehen würde. Klick, 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 klick. Jetzt ist der Fahrstuhl kaputt gegangen. Okay, jetzt ist das Ding aufgehbar. Nachdem ich da fünfmal vorher schon drauf umgeklickt habe, aber natürlich noch nicht an der Stelle war. Da ist wieder eine Fliege. Ein Lüftungsgitter. Kann ich die Schrauben rausschrauben? Okay, das soweit so logisch. Und jetzt Abfliege, rein da. Los, leuchte mir den Weg. Flatterer Dutch. Aber selber lenken kann ich immer noch nichts. Ich kann eigentlich nur die Sachen auslösen. Und wenn ich soweit bin, dann geht es letztlich weiter. Ah, wieder was zum Drücken. Okay, so, alles grün, alles, es sieht nicht so gut aus. Los, Fliege, los, weiter fliegen. Okay, aber jetzt habe ich alles schon grün geschaltet, jetzt lässt sich da nichts mehr umstellen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt in einen Ventilator gerate und zerschreddert werde. Vielleicht kann man ja in dem Spiel auch schreckliche Tode sterben, mal schauen. Ja, das Ding läuft noch. Und nun? Okay, jetzt ist es im Eimer. So geht das. Sieht mir aber alles irgendwie nicht so richtig nach einem Baum aus. Ach, ich habe ganz vergessen, den Timer zu starten. Naja, ich werde es jetzt mal nachholen. Damit ich nicht zu viel überziehe und mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja dieses Mal irgendwie innerhalb von einer Stunde aufzuhören. Aber mal gucken, wenn das hier wieder so ein kleines, kurzweiliges Spiel ist, kann es ja durchaus sein, dass ich das eher durchspiele, als dass die Stunde rum ist. Bam! Die Fliege wollte doch nicht gehen. Okay. Oh, eine Moorrübe. Ist wahrscheinlich ziemlich egal, was da kommt. Okay. Aha, okay, also ist wahrscheinlich sinnvoller, dass ich das Vieh abklicke. Damit der Typ da irgendwann sein Essen fertig hat. Und sobald er das Essen fertig hat, ist da bestimmt die Tür auf und dann. So, also Fleisch, Moorrübe, jetzt kommt noch Würstchen dazu. Lecker. So, hier wird nichts geklaut.
Und so, da oben sind wieder Lichtdinger. Oh, das Essen ist schon fertig. Yummy, yummy. Und dann kriege ich mal weiter. Wahrscheinlich kriege ich jetzt da oben rein. Nee, doch nicht. Und geht's da jetzt weiter? Ja. Klom, klom. Nein, der Fahrstuhl ist doch da hinten. Wo willst denn du hin? Ups. Wär mir fast auf den Kopf gefallen. Okay, alles rausgeschmissen. Dann geht's weiter. Und wer räumt den Kram wieder auf? Na, wo geht's denn hin? Ich glaube, ich bin nicht der richtige Typ, um solche Spiele zu spielen. Irgendwie ist es mir doch zu langsam, irgendwie so wenig zu tun. Okay, jetzt wird es langsam wieder ein bisschen knobeliger. Ah ja, da war Wasser drin. Cool, kann ich wieder volllaufen lassen. So, das heißt, ich laufe jetzt rein und dann mache ich es wieder voll, damit ich dann nach oben komme. Schwimmen. Wupp. Es sieht etwas tot aus. Okay, jetzt muss ich es wieder ablaufen lassen und kann dann hier oben hoffentlich aufmachen. Klapp. Ja. Okay, also ganz nett sind die Rätsel auf jeden Fall. Auch wenn ich immer noch nicht wirklich weiß, was ich eigentlich am Ende erreichen soll. Aber das ist wahrscheinlich bei diesen Spielen einfach so. Das sind so kleine Experimente, einfach nur eine Geschichte zu erzählen mit absolut minimalistischen Elementen. Ich klicke da immer schon irgendwo hin, obwohl ich noch gar nicht so genau sehe, was da eigentlich passiert. Vielleicht sollte ich das mal bleiben lassen, damit mir vielleicht doch mal einer von diesen grausamen Toten begegnet, falls es einen gibt. Weil bisher habe ich noch nie einen auf den Deckel bekommen oder irgendwie bin runtergefallen. Da ist das erste Monster. Naja, aber der bleibt halt immer einfach irgendwo stehen. Okay. So, das Ding... ich habe einen Pilz zur Explosion gebracht und dann ist irgendein Vieh abgehauen. Was für ein Gerümpel! Aber dann müsste ich doch jetzt... bin ich jetzt in einem Abwasserschacht irgendwo. Vielleicht... okay, jetzt bin ich schon irgendwo im Universum. Kann ich Sterne anklicken? Weil ich dachte eigentlich dann, vielleicht werde ich ein alter großer Baum. Das heißt, wenn ich ein Same gewesen bin, bin ich das jetzt? Nee, das ist von alleine. Okay, vielleicht ist es ja doch der Baum. Und jetzt fliege ich in die weite, weite entfernte irgendwas. Oh. Okay, das war echt sehr kurz. Die Frage ist, warum sollte ich es jetzt nochmal spielen? Ändert sich irgendwas an dem Spiel? Ich will diesmal ein anderes Ei werden. Wahrscheinlich nicht. Also ich werde es jetzt nochmal ein paar Minuten spielen, aber ansonsten, wenn sich da jetzt nicht plötzlich irgendwas anders auftun sollte, dann war es das schon. Dann sieht nicht so aus, als würde sich hier irgendwas ändern. Klatsch. Krabbel, krabbel nach oben. So weit, so gleich. Ja.
kommt wieder der Regentropfen. Okay, also nochmal muss ich es nicht spielen. Dann war das heute eine erstmal sehr, sehr kurze Folge. Und das war The All Three. Dann bis zum nächsten Spiel. Tschüss!